Oh Gott. Heiner? Hi. Wir müssen hier weg. Oh, wow. Die Nacht, ja. Die war schnell rum. Hey, das ist ja, mit funktionierenden Kryokammern ist man ja gar nicht so gerädert und kaputt, wenn man da rauskommt. Kommt drauf an, wie lange man das macht. Naja, mir geht's erstaunlich gut heute. Ja, dann ist das ja schon mal ein Fortschritt. Was? Jump drives cannot be used to jump into a natural gravity field. Oh, du musst die Sprungreichweite runterregeln. Wir können nicht in Gravitation springen? Nein, das ist nicht möglich. Wir können kurz vorspringen, kurz vor die Gravitation. Okay, mach ich. Ja. Und los. Ich frage mich halt immer noch, was dieses extrem schnelle Objekt war, das uns da umkreist hat. Auf dem einen Planeten oder auf dem einen Mond. Das frage ich mich auch. Was die... Hallo? Ja, ich würde sagen, wir steuern irgendwo da oben beim Eis an. Lass mich doch mal... Oder was denkst du? Der sieht fancy aus. Ich hätte jetzt glatt irgendwo da den hellgrünen Bereich angesteuert. Das sieht nach Wiese aus. Ja, mach. Denk dran, wir haben Fallschirme, also... Ich gehe davon aus, dass wir die brauchen werden. Ja, ich gehe davon nämlich auch aus. Vielleicht sollten wir nicht zu schnell sein. Na, wir fliegen momentan relativ flach an. Ja. Aber wenn wir mit 300 Metern die Sekunde aufschlagen, dann... Naja, ich werde schon dafür sorgen, dass wir nicht mit 300 Metern pro Sekunde aufschlagen. Oh. Gravitation. Oh. 41 Kilometer. 40 Kilometer bis zum Grund. Ja. Ist die Frage, erreichen wir dann überhaupt die Wiese da vorne? Oder landen wir irgendwo in den Bergen? Ich denke, das sollten wir schon schaffen. Ja, nicht in dem Winkel, fürchte ich. Weil sobald die Gravitation stark an unserem Schiff zieht, dürfte die Geschwindigkeit nach unten deutlich schneller steigen als die nach vorne. Möchtest du die Wasserstoff-Lifttriebwolke einschalten? Für Notfälle? Diese da? Yep. Ja, mit denen kann ich auch unser nach unten relativ easy korrigieren. Noch. Noch. Wir wissen nicht, wie viel Gravitation dieser Planet hat. Das ist allerdings wahr. Und es sind nur noch 24 Kilometer. Wir sind schon bei 0,2. Und wir beschleunigen weiter. Das ist richtig. Und ich habe unsere nach unten Bewegung schon wieder korrigiert. Vorerst. Vorerst. Oh nein, ich will nicht nachts landen. Ja, im Dunkeln wäre doof. Aber ich denke, da kommen wir nicht drum rum. Wahrscheinlich nicht. Blöde ist, wir haben keine Scheinwerfer. 0,6. Oh boy. 0,8. Links. Links die Wiese. Links die Wiese. Grüne Bereich links. Was hältst du davon? 0,94G. 0,96G. 0,96. 0,97. 0,98. 99. 1,1. 1,0. Okay. 1,06. 1,08. 1,1. Ah, das sieht nach 1,1G hier aus. Ja, die Gravitation steigt nicht weiter. Das ist gut, ja. Oder? Ja. Ja. Wollen wir wirklich hier... Ich bedenke, hier dass wir auch auf einem... Wait a minute. Schau mal nach rechts unten. Ist das ein See? Das könnte ein langgezogener See sein, ja. Ich weiß, da ist es gerade dunkel, aber... Sollen wir in die Nähe eines Sees? Wir sollten es versuchen. Wasser heißt Wasserstoff. Richtig. Da wir kein Platin haben und somit keine entsprechenden Triebwerke bauen können... Ja.
Wir haben auch nur 10 Tonnen Kobalt, also da müssten wir dann vielleicht nochmal was besorgen, eventuell. Ich weiß nicht, ob es hier auf dem Planeten Kobalt gibt. Gut, ich denke mal, das werden wir recht schnell merken. Die Form ist interessant. Ist sie allerdings. See. Wir sind in der Nähe vom Gebirge. Da unten hat's Wald. Ja. Ja. Okay, wir sind flugfähig hier. Sind wir? Oh, Gott sei Dank. Dann waren die Fallschirme überflüssig, aber egal. Na, jetzt stell dir mal vor, wir würden hier auf einem Planeten landen mit 1,5 oder 1,6G. Ja. Yeah. Eis. Ja. Schwefel. Magnesium. Titan. Wow. Oh. Sollen wir hier oben auf die Fläche? Silizium. Ja, ich denke. Das wow, klingt okay. Hier ist es. Ja, hier hätte es gerade so eine baumfreie Fläche. Wir verbrauchen hier ja Wasserstoff ohne Ende. Ja, ich sehe es. Aber ist klar. Shale, Nickel, Magnesium. Oh. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben, ist Eisen. Verriegelt. Ja, gut. Holla die Waldfee. Einen Einwand habe ich. Unsere Jetpacks funktionieren hier nicht. Oh, verflixt. Das heißt, wir müssen mit Gerüsten arbeiten. Yay. Ja. Zumindest vorübergehend. Guck dir das die Aussicht an. Unsere Observationsdecks oder unser Observationsdeck. Ja, und hey, wir sind... Wir haben festen Boden unter den Füßen. Ja. Es ist im Moment etwas neblig. Wie kommen wir runter, ohne zu sterben? Oh, ja, es ist zwar etwas neblig im Moment, aber... Ja. Ha. Ich guck mal, ob ich was wie eine Leiter baut bekomme. Das wäre nicht schlecht. Ich muss nochmal was trinken. Oh, diese blöde manipulierte Kryokammer hat meine ganzen Nährstoffe durcheinander gebracht. Verflixt. Kann ich? Moment. Ich habe eine Idee. Ja, das ist jetzt eine sehr billige Idee für den Moment, aber... Oh. Mit Panzerrampen? Ja, sowas versuche ich hier auch gerade. Ah, okay. Aber ich fürchte, wenn ich hier weiter runtergehe, dann stürze ich ab. Warte einen Moment. Vielleicht können wir... Ich habe eine Idee. Oh nein, das... Oh, verflixt. Nein, das hilft gar nicht. Ich komme gar nicht ans Cockpit ran. Oh, verflixt. Das ist ungünstig. Ans Cockpit von was? Von meinem Schweißschiff. Oh nein, stimmt. Die fliegen ja hier auch nicht. Theoretisch. Das Schweißschiff schon. Aber ich komme da nicht ran. Der hier fliegt definitiv nicht. Ja, der andere da oben auch nicht. Wenn wir den lösen, dürfte der abstürzen. Und uns ein Loch ins... Okay. WTTS Light Buggy. Ja. 2 Kilometer. Okay. Naja, Buggy ist ja normalerweise dann... Was Fahrendes? Ja. Was Fahrendes? Natürlich. Wir sind auf einem atmosphärischen Planeten. Der fährt auf dem See. Oh. Okay. Der hat da so seine Probleme auf dem See zu fahren. Gib mir mal. Auf irgendwas hat er jetzt gerade geschossen. Gib mir mal einen Moment. Vielleicht kann ich. Vielleicht kannst du. Ich versuche uns gerade eine Möglichkeit zu geben. Zumindest. Uns. You discovered Raiders? Oh, Raider Drop Pod? Der kommt direkt auf uns runter. Wow. Ja, unsere Waffen sind da anderer Meinung. Tja. Das Ding ist, hebt nicht wieder ab. Oh, hebt doch wieder ab. Und da kommt noch einer.
Ja, hier ist ein bisschen mehr los. Ja. Okay, ich brauche eine präzisere Waffe. Ich kann mit dem Ding hier... komme ich nicht klar. Au! Die schießen ja zurück. Viecher. Wo sind sie? Au! So, dass sie uns ganz schön wehtun. Au, 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 au. Ich sehe die nicht. Au! Der ist, glaube ich, gerade umgefallen. Okay. Au! 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 Aua! Das war nicht nett. Nein, so gar nicht. Das heißt, wir brauchen aber andere Geschütze. Die Gatling-Geschütze verbrennen viel zu viel Munition. Ja, wir bräuchten kleinere Geschütze, die... Was waren das? Typen? Roboter? Ich weiß es nicht. Das ist, ja. Bist du jetzt eigentlich unten? Nee, bist du Nein, nicht. Ich bin nicht. Aber ich sorg dafür... Meinst du, das reicht? Ich weiß es nicht. Ich will's ausprobieren. Mir geht's ja nur drum, die dass... Die Geräuschkulisse ist interessant. Ja, hier scheint... Okay, der Sauerstoff hier reicht nicht aus, um zu atmen. Zumindest nicht langfristig. Na, wir können Sauerstoff sammeln. Ja, das sollten wir vielleicht auch tun. Ich baue mal eine Lüftungsanlage. Ja, das ist ein guter Plan. Kann ich dich... Ich darf wohl jetzt noch zwei Stück hinmachen. Sollte ich mit dem... So kriegen wir wenigstens unsere Tanks voll. Ja, richtig. Das ist eigentlich... Wäre eigentlich gerade mein Gedanke gewesen, wenn wir unsere Tanks voll kriegen. Unsere Tanks sind voll. Die Sauerstofftanks? What? Ja, die sind voll. Okay. Haben wir noch irgendwie Eis? Ha. Okay, dann kann ich nämlich. Zum einen ist es flugfähig. Links, rechts Trieb hast du? Ja. Eins jeweils, ja. Okay, dann kannst du hier hinfliegen. Ich kann drauf hüpfen und bauen. Ich hätte noch eine bessere Idee. Ja, die da wäre. Wir sollten aber die Blöcke fertig machen, weil wenn die schießen, dann... Ja, klar. Das wäre zumindest mal vorübergehend einen Weg haben, aufs Schiff zu kommen. Zu Fuß. Ja. Den wir aber noch absichern sollten, damit die nicht einfach aufs Schiff laufen. Das könnte mich unschön werden. Kommst du so wieder hoch, wenn du mal ja, unten bist? Ja, ich bin runter. Nein. Wenn du einfach... Warte mal. Was? So? Gerade so, ja. Soll ich mal gucken, was der Light Buggy da macht? Der wird auf dich schießen, Vorsicht. Der hat eben schon ein paar Mal in der Gegend rumgeballert. Naja, bei 1,6 Kilometern wird er noch nichts tun, oder? Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite hätte ich Waffen, mit denen ich ihn von hier aus treffen könnte. Ja... Frage, ob wir das riskieren wollen. Ein Schuss? Vielleicht? Versuch's. Moment, ich muss vorher meine Hotbar aufräumen. Ich habe hier viel umgebaut und die Hotbar habe ich nie eingerichtet. Offensichtlich. Okay, dann... Obwohl, nein, das ist Blödsinn. Das klang böse. Und ich habe voll getroffen. Oh, schön. Aber er bewegt sich noch. Ja, er ballert wild in der Gegend rum. Und jetzt kommt er näher. Nicht mehr lange. Das ist wahr. Das sah nach einem bösen Treffer aus. Ui. Na komm.
Ich weiß nicht, ob du mich noch hören kannst. Ich bin am feindlichen Gerät. Natürlich kannst du mich nicht hören. Selbstverständlich kann er mich nicht hören, weil meine Antenne aus ist. Jetzt solltest du mich aber wieder hören können. Ja, jetzt kann ich dich wieder hören. Ja, wir haben nur noch 45 Sturmgeschosse. Dann sollten wir welche herstellen. 27 Kisten Munition. Ja, normalerweise sollte das Autocrafting nachproduzieren. Erzählt die in den Waffen mit? Erzählt die in den Waffen mit, oder? Das kann sein. Willst du dir mal einen Passagiersitz hier kurz irgendwo dran klatschen? Ja, sofort. Ich muss mal eben das. Ich prüfe mal eben das Autocrafting. Oder ich mache dir kurz einen Passagiersitz hin, weil das könnte dich interessieren. Okay. Passagiersitz habe ich für dich. Okay. Ich weiß, es ist nicht der sicherste, aber... außen. Du bist dran vorbeigelaufen. Ja, ganz außen. Ach da. Oh je. Das ist so eine gute Idee ist. Ich weiß es nicht. Wenn du siehst, was ich da hab, dann ja. Ist das der Light Buggy? Ja. Oder das, was davon übrig ist? Er liegt auf dem Dach im Moment. Ich weiß nicht, ob er noch aktive Waffen hat, aber so wie ich das gesehen habe, hat er nur fest montierte Waffen und ist somit momentan nicht in der Lage, uns zu bekämpfen. Okay. Ich sag mal, er wurde ein paar Mal ziemlich hart getroffen. Ja. Aber vielleicht... Au! Oh, da schießt einer. Ich sehe nichts. Sehe ich nichts. Hab ihn. Umgefallen. Sehr gut. Der hat mir ziemlich wehgetan. Ah. Okay. Das heißt, hier sind nicht nur irgendwelche Raider-Pods, sondern auch sonstige... Ich weiß nicht, ob man es Lebewesen nennen soll. Viecher? Viecher, ja. So. Kein Strom mehr. Verflixt. Doch. Eh. Oh, sorry. Oh mein Gott. Moment. Fraction gleich null? ich gehe hart davon aus, dass das... Oh ja. 10. Okay, wir haben einen Rover. Und der sieht so aus, als ob er funktioniert. Oh mein Gott, ja. Er hat... Wow. Die Gyroskope haben eine Menge Leistung. Okay, es sind auch 4 Stück. Ich dreh die mal runter. Das war vielleicht ein bisschen weit. Oh Mann. Mach mal so. Ja. Yeah. Ja. Ich kann die Warfare-Batterien noch nicht herstellen. Was? Die sind unbekannte Technologie für mich. Was? Für mich nicht? Ja. Ja, für mich schon. Wait a minute. Haben unsere Anzüge da wieder Dinge getan? Das klingt danach. Ja, jetzt guckt die Meldung wenigstens. Okay, aber ja, hat eine Batterie. Die ist voll. Ja. Ja. Willst du den... Fahr ich den mal nach Hause, wa? Jo, ich bring das Schiff mit. Mach nichts kaputt. Ich versuch's. Wir haben einen Rover. Cool. Wir haben einen Rover. Und wir leben noch. Oh, und ja. Hey, wenn der Nebel nachlässt, schau mal so in die... Jetzt von dir aus nach links hinten. Wie genial das aussieht. Oh, ja. Ich kann dich nicht mehr hören, weil... Antenne und so. Hey, na? Hey. Hey. Ich kann mich also wieder hören, ja? Ja. Ich hatte gesagt, das sieht mega gut aus. Nur ein paar Reparaturen und dann haben wir einen Scout Rover. Auch wenn sich das Ding etwas seltsam fährt. Gib mir einen Moment. Können wir bestimmt was dran machen. Was tust du? Und dass du da so dann drauf springen kannst? Hey. Ein Scheinwerfer repariert. Andere Scheinwerfer repariert. Ja, das Ding hat eine Waffe.
Und einen mittleren Cargo-Container. Vielleicht das auch. Aber die Waffe nachladen wird ekelhaft. Die Waffe nachladen? Wie kann man die nachladen? Ja, genau. Warte. Da oben ist ein Cargo-Container dran. Ja, aber da kommst du nicht an den Port. Oh doch, kommst du. Gerade so. Oh, aber wie knapp. Naja, aber es geht. Okay, wir haben einen Rover, der rot blinkt. Ja, Licht in der Mitte. Jetzt blinkt sie nicht mehr. Oh. Kann man ja nicht angucken. ich würde mal eine Standardwaffe und Standardmunition des Weapon Rack werfen. Einfach aus Prinzip, dass wir... Ja, ja. Da muss man doch... okay, wir sind auf einem Planeten. Ja. Wie gehen wir vor? Wir haben es geschafft. Wir brauchen eine Basis. Vorschlagen? Ja, ja, das ist vermutlich... Das ist vermutlich die sinnvollste Variante. Oh, Scheißwetter. Ja. Regen. Wir brauchen eine Basis und dann müssen wir eh gucken. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, wenn wir wirklich alle unsere Rohstoffe mit uns rumfliegen. Das bin ich nämlich auch überlegen, ob das... Ich weiß, was wir machen können. Ja. Was denn? Die Fallschirme raus. Ja, nimm aber die Seite raus, okay. Mach ich doch. Aber ich will die nicht hier drin haben, weil das ist hässlich. Ja, das ist richtig. Die müssen wir sowieso komplett dann einbauen, dass nicht so hässlich ist. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Und das wird hier vorne schwierig. Zumindest im momentanen Zustand, ja. Sollten wir eigentlich mehr unbekannte Signale jagen für Tomaten, dass wir vielleicht was Ordentliches zu essen machen können? Vermutlich, ja. Willst du mal anfangen, eine Position für die Basis auszumachen und ich fahr mal darüber? Nach dem Plan. Oder fahren wir gemeinsam rüber? Ich weiß nicht, ob du auch ein unbekanntes Signal hast. Ja, habe ich, aber ich glaube, es ist Blödsinn, wenn beide jetzt unterwegs sind und wir nur einen Rover haben. Einer von uns sollte hier bleiben und uns eine Basis... Also ich weiß zumindest mal, warum sich dieser Rover so merkwürdig fährt. Okay. Viel zu viel Leistung. Oh. Ja, besser. Was ich ihm auch noch gebe, ist eine Antenne, dass wir kommunizieren können. Ja, wäre wünschenswert. Weil sonst höre ich dich, aber du mich nicht. Dann kann ich wieder so viel meckern, wie ich will und du kriegst nichts mit. Ja, wahrscheinlich. Oh, unser Anzug kann Flugzeugantennen. Oh. Die sind klein. Moment, denn können wir auch Flugzeuge? Naja, ich kann dir ein Flugzeug bauen, das ist gar kein Ding. Das war mein Job. Ja, wäre also, das vielleicht eine bessere Alternative als so ein Rover? Ich sag mal, experimentelle Flugzeuge, aber... So. Wir haben eine Antenne. Ich stelle sie jetzt mal auf 2000 Meter ein. Wir werden uns aber zwischendurch nicht hören, weil mein unbekanntes Signal ist 4 Kilometer weg. Aber ich bin auf jeden Fall mal unterwegs dahin. So. Oh mein Gott, ich bin schon lange nicht mehr Auto gefahren. Ja. Oh gut, das ist das ist Eis. Das fährt sich auch nur ein bisschen scheiße. Eine Untergrundstation oder wollen wir uns in den Untergrund schlagen oder im Überirdischen bleiben? Ich würde sagen teils, teils. Wasserstoffspeicher sollten wir unterirdisch machen, genauso wie Lager. Das Fahrzeuglager würde ich tatsächlich auch unterirdisch. Also für Fahrzeuge, ne? Hier mit Rädern. Ja. Ja, okay. Tiefgarage bin ich für. Fahrzeuge mit Fahrstuhl. Ja, bin ich auch für. Ich bin jetzt gleich außerhalb der Reichweite. Das heißt, ich bin kurz weg. Ich bin wieder in Reichweite. Ich hab's gerade gesehen. Ja, zügig. Ja, und war eher sinnlos. Ah. Es gab Dünger. Und ein bisschen Geld. Das ist, ja. Ja, ganz genau. Geld.
Geld. Wir haben noch nicht mal was zum Einkaufen gefunden. Das ist wahr. Ich sag mal so, wir können zwar viel meckern über den Zustand, über den wir hier sind, aber der Sonnenaufgang ist schon hübsch. Was ist das für ein Planet? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil es hier, es hat hier im Grunde nur minimale Mengen Sauerstoff. Aber sonst sieht er bewohnbar aus. Da sehe ich mich mal um eine Stromproduktion unserer Basis kümmern. Anfänglich, weiß nicht, eine Windturbine oder so, oder zwei. Ja, klingt gut. Komm, dann mache ich das mal. Dann kann ich was Sinnvolles tun. Jetzt geht's an Erdentechnik, damit kenne ich mich aus. Das war der falsche Knopf. Was hast du gemacht? Versehentlich meine Waffe gezogen und abgedrückt. Ich sag ja, ich bin einfach ein Raumschiffkapitän. Aber oh. Eins muss ich sagen. Das ist nicht übel. Steht der Rover da? Ich überlege gerade, wo ich die Windturbinen hinstelle. Nicht hierhin. Wo? Hä? Da, wo der Rover steht. Ja, das ist schon klar. Gut, dann sind wir uns da ja einig. Mach ich sie einfach mal. Oh nein, das funktioniert ja so gar nicht. Wir haben kein Jetpack. Oh, ach ja. Wir haben aber was viel Besseres. Wir haben ein Schiff. Und vor allem auch das Bauen ist gar kein Problem, weil wir haben ja ein Schweißschiff. Ja, an das wir nicht rankommen. Doch, klar. Müsste ich ja nur hochfliegen, dann kannst du es auf dem Boden landen und dann kommen wir ran. Stimmt, aber wie lange reicht unser Wasserstoff? Ja gut, Wasserstoff holen ist ja das kleinere Problem. Also wirklich, das ist wirklich das kleinere Problem. Wir sind neben einem Eissee. Ja, verstehe schon. Wo bist du? Wer? Na du! Na, hier? Mit deinem Schiff. Ihr. Oh. Da. Ich wollte eigentlich das Schweißschiff eben unten landen. Ja, das können wir gleich tun. Du warst gerade mit Bohren beschäftigt, deswegen dachte ich, ich platziere jetzt mal einen kleinen Turm und mache eine Windturbine drauf. Einfach, dass wir Strom produzieren. Kann ich aber nicht platzieren, weil unser Schiff im Weg ist. Moment, mal gucken, ob ich ein bisschen eine kleinere platzieren kann. Ja, kann ich. So, wo bist du? Hier. Moment, ich gebe dir den rechten Flügel. Die andere Seite? Das ist auch eine Art zu reisen. Ja, auch wenn sie mir nicht sonderlich gefällt, weil sie sehr unsicher wirkt. So. So, ich bin drin. Kannst du auf dem Boden parken. Kann ich das nämlich auch benutzen. Oder du, oder wir, oder, ne, hier Dings. Parke auch mal den Fighter hier. Ja, unten. Ich habe aber so... Okay. Und ähnliches sollte man eigentlich... Aber der Miner ist voll auf... Oh. Das war knapp. Okay, ja. Der liegt auch bei 100% Schub. Also... Und der ist leer. Okay, Schweißschiff füllt aus. Also... Ja. Also, ich hab nach unten nur angetippt. Schweißschiff füllt aus. Schweißschiff fällt absolut aus. Das heißt, ich konstruiere uns ein Mini-Schweißschiff. Vorübergehend. Ja. Okay. Wird wohl nichts anderes übrig bleiben. Okay. Dann kann ich wenigstens irgendwann mal einfach mal was Sinnvolles tun. Das finde ich gut. Finde ich gut. Sinnvolles. So, hier unten haben wir jetzt auch... Hier unten haben wir jetzt was? Ein Cargo-Zugang. Hey. Das heißt, wir können da... Wie tief unter der Erde wollen wir unsere Fahrzeuge parken? Wie groß bauen wir unsere Fahrzeuge? Naja, ich würde schon... also... Wir in der Höhe haben für unseren Fahrzeugdingens. Für unser Fahrzeug... für unsere Fahrzeughalle. Ja. Aber ist die Frage, wie tief gehen wir damit unter die Erde? Direkt unter der Oberfläche oder gehen wir tiefer? Ist tiefer gehen nötig? Das ist eben die Frage. Du könntest uns vielleicht auch ein kleines Bohrschiff bauen. Das würde uns auch helfen. Ja.
war eigentlich der Plan. Ich baue momentan nur ein Mikro-Schweißschiff. Also wirklich ja. Mikro. Im Grunde ist es ein fortschrittlicheres Jetpack. Okay. Ja, wird ja erstmal reichen. Das war meine Hoffnung, ja. Es hat nicht viel Leistung oder besondere Fähigkeiten. Es kann einfach nur, ja, rumfliegen. Man kann Dinge platzieren und man kann damit schweißen. Oh, links und rechts sollte ich ja auch noch, ne? Triebwerke links und rechts. Fehlen sich. Und dann fehlt ja im Grunde nur noch ein Gyroskop. Habe ich mal gehört, dass das wichtig ist. Habe ich auch gehört. Okay. Dann könnte ich sogar... Sogar was? Das machen. Ja, das funktioniert. Das Schweißschiff hat jetzt einen Container mit dem Argument locked. Das heißt, mein Inventarskript wird da nichts rausnehmen. Okay. Das heißt, man kann da Teile reinlegen und die sind dann drin. Oh no, ich bin so dumm. Du solltest mir kurz helfen. Obwohl, vielleicht geht's auch. Moment. Ich bin aus meinem Schiff ausgestiegen. War aber am Verbinder. Ich kann dir gerade nicht helfen. Kann sein, du musst, sonst kann ich nichts tun. Das Problem ist, ich bin physisch momentan nicht dazu in der Lage, dir zu helfen. Warum? In der Erde stecke? Quasi? Ja, dann komm doch raus. Ja, bin ich ja gerade dabei, aber es dauert etwas länger als erwartet. Oh no, ich komme da wirklich nicht mehr ran. Von hier... Jetzt wird's doof. Komme ich von hier? Teile platziert und geschweißt. Bist du? Momentan am Dockingport von der Demeter. Weil da habe ich das Schweißschiff stehen. Das Problem ist, ich bin aus dem Schweißschiff ausgestiegen, weil ich ein bisschen doof bin manchmal. Yes, ich schaff das. So, wenn ich jetzt noch schaffe, eine Remote Control zu platzieren und zu schweißen. Tja, dann brauchst du meine Hilfe ja wohl doch nicht. So wie es aussieht, vielleicht nicht. Nein. Nicht den Reaktor, den Verbinder. Ja. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Winde das jetzt. Fliegst zu mir her und steig wieder ins Cockpit. Immer in der Nähe vom Boden parken. Wichtig. Okay. Dann setzen wir das Schweißschiff doch das erste Mal ein. Aufgrund der fehlenden Jetpacks sollten wir vielleicht alle Schiffe oder alles an Fluggerät bauen, mit Remote Control ausstatten. Unsere Base hat die erste Basis Stromversorgung. Du machst die Einfahrt sehr steil. War nicht mal so. Ist das Absicht? Hä? So steil ist die gar nicht. Ja, sind halt 22 Grad, wa? Ja, ist richtig, aber was Flacheres? Warte. Doch, wir haben was flach. Ja, wir haben viel Flacheres zur Verfügung. Hallo, unser Anzug ist fast wieder fit. Und in einer ähnlichen Größe wie das hier hätte ich jetzt auch noch ein Bohrschiff gebaut. 3 oder 4 lang dann. Warum begrenzen? Ich würde an die Hangar-Außenwand mal kurz 2 Verbinder hinmachen, dass wir in die Schiffe einsteigen können und die trotzdem am Schiff dranhängen. Weil das im Moment halt unsere Stromversorgung ist und alles. Die sind nicht mit Cargo verbunden und... Problem. Hm? Selbst wenn, das wäre ja nicht das Problem. Ja, aber für eine Cargo-Verbindung haben wir ja den Parkplatz der Demeter. Da geht es mir jetzt nur um einen Parkplatz. So, und im gleichen Style ein kleines Bohrschiff. Das wäre eigentlich gar nicht so dumm. Kann ich das Ding kopieren? Kann ich ein Schiff kopieren? Normalerweise schon. Also, was heißt kopieren? Du kannst es halt... Blaupause davon fertigen lassen. Der normalerweise durch den Anzugcomputer. Und kannst du das über einen Projektor. Dann gebe ich dem Ding doch mal einen Namen. Wenn ich da jetzt einen Blueprint mache.
Dann brauche ich aber einen kleinen Projektor. Und den am besten in der Nähe von Cargo. Da du ja aber einen Cargo-Port hier unten gebaut hast, könnte ich den ja eventuell sogar für einen Moment an die Demeter anpriemeln. Ja. Wenn die einen Attachment Point hätte, wo das gehen will. Ah, hier drüben. Okay. Mit der Rampe, hattest du das so vorgestellt? Ich kann kommen und gucken. Das sieht doch ganz schick aus. Danke. Dieses Glibberbodenzeug ja. Staubt. Ja. Das ist eklig. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe schon Angenehmeres gesehen. Jetzt habe ich hier einen Projektor. Wenn ich an dem Projektor in meine Blueprints gehe, dann den nehmen. Oh no. Oh no? Oh no, was? Es hängt noch Gestein in der Luft. 9 Triebwerke hat das Ding. Moment. Bin vielleicht gar nicht so dämlich jetzt. Wird das Wetter etwa schon wieder schlechter? Es sieht danach aus, ja. Okay. Dann bin ich doch mal gespannt, ob das so funktioniert. Pauschal gesagt fände ich besser, wenn das so funktioniert. Ich habe doch einen Haufen Teile in das Schiff geworfen. Wo sind die hin? ETF? Ich weiß das nicht. Das Schiff war nicht mit dem Cargo vom... Also das Schweißschiff war jetzt nicht mit dem Cargo von der Prometheus verbunden. Hat er das jetzt alles in den Verbinder reingedrückt? Ja, hat er. Ich wundere mich, warum das Schweißschiff so leicht ist. Okay, kleines Schweißschiff. Zeig, was du kannst. Okay, das sieht jetzt für den Moment ein bisschen dumm aus. Aua. Ach, mein Anzug wieder. Ich hatte weder Wasser noch Nahrung im Anzug. Das ist ein Problem. Dann? Okay, nein, ist kein Problem mehr. Mein HUD hat mir gerade das Schweißschiff in der Prometheus angezeigt. Okay. Das wäre tatsächlich ein Problem gewesen. Das wäre tatsächlich ein ziemlich großes Problem gewesen, aber alles gut. Okay. Hm? Was denn? Energie niedrig. Ja, das ist bekannt. Das eigentlich ständig. Also das ist voll. Ständig, diese Meldung. Die Anzüge haben einen relativ hohen Energieverbrauch. Ja, besonders hier. Was sollte eigentlich... Im All sollte der höher sein. Ich weiß nicht, ich hab darauf geachtet. Das kommt mir halt hier extrem hoch vor. Mhm. Mag mich irren. Ja, es wirkt schon so. Du hattest irgendwo Steinreste? Ja. Wirf mich doch nicht einfach mit Dreck. Das tut mir äußerst leid. Doch, tatsächlich. Hier ist noch einer direkt über mir. Vorsicht, das ist ein ganz kleiner. Ich weiß nicht. Ja, der ist weg. Ich glaube, das mit dem Freibuddeln sollte ich machen dann, wa? Ja. Was sagst du? Park den einfach hier unten und dann... Muss ihn erst noch ein bisschen... Ist der noch nicht aufgeladen? 11% okay. Hat er. Er hat zwar, also die sind... Das ist nicht viel. Der Micro-Welder und der Micro-Drill haben beide 2 kleine Reaktoren und einen Lithium-Akku. Ja. Sind ziemlich agil, wenn leer. Ich denke, das sollte ich dir sagen. Okay. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt, das zu wissen. Aber sind eigentlich beide gut flugfähig, angenehm zu benutzen. Schön übersichtlich. Und vor allem billig. Okay. Wenn du mal Zeit hast, könntest du vielleicht mal Hangartore führen. Hangartore? Das kann ich tun. So, Micro-Welder und Micro-Drill sind fertig, müssen nur noch laden. Wir kommen voran. Ja, und wir haben nur noch 144 Tonnen Eisen. Raffiniertes oder Erz? Ja, raffiniert. Das ist raffiniert. Ansichtssache? Wir haben noch 33 Tonnen nicht raffiniertes. Ah, das habe ich nicht gesehen. Wir sind
eigentlich ziemlich gut ausgestattet mittlerweile. Ups. Aber ich weiß nicht, wie du es hast. Auch wenn hier jetzt gerade taghell ist, bin todmüde. Ja, füllt das eine hin. Dann können wir gerne uns mal unter normaler Gravitation hinlegen. Ja. Aber ja, Hangartore sollte das nächste Ziel sein. Das ist richtig. Und dann Module. Was muss man da forschen für Hangartore? Hier. Türen 3. Okay. Für Türen 3 brauchen wir Türen 2. Für Türen 2 brauchen wir Türen 1. Und für Türen 1 brauchen wir Panzerung 1. Ich wollte eigentlich gerade noch Handfeuerwaffenmunition machen für meine neue Waffe, die ich vorhin bei dem Bot gefunden habe. Ja, aber? Die kann ich nicht herstellen. Weil? Ich nicht weiß, wo wir Chlorinpulver herstellen. Nicht im Assembler. Wir haben aber 1,5 Kilo. Chlorin schon gesehen. Wir haben 1,5 Kilo. Oh, und... Ja gut, obwohl, das können wir herstellen. Das ist ja ganz entspannt. Kalium? Da, bei Munition, Chlorine Powder. Wo? Unter dem Munitionstab. Da habe ich Gunpowder, Potassium Powder. Ach, da, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, deswegen können wir das nicht herstellen. Das benötigt Eis. Oh. Ja gut, wir haben einen Eissee in der Nähe. Wir haben einen Eissee in der Nähe, das ist richtig. Dann müssten wir aber definitiv unsere O2-H2-Generatoren für einen Moment ausschalten. Ja, ist nicht so schlimm. Ein bisschen was von dem Chlorinpulver hatten wir ja da. Das reicht für ein bisschen Magazine. Auf der anderen Seite wäre das so schlimm, wenn wir unsere Generatoren mal für einen Moment ausstellen? Nee, vermutlich nicht. Ja, siehste. Bist du soweit? Ja, Türen 1. Ja. Fertig. Achso. Dann Türen 2. Da wird 1 Stunde 6 Minuten und Türen 3 11 Stunden 6 Minuten. Ohne Upgrades. Ja. Aber, ganz ehrlich, ich bin sehr froh, mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich auch. Und du bist es gewohnt immer. Ja, aber trotzdem habe ich regelmäßig festen Boden unter den Füßen. Was hast du gemacht? Ich habe hier nur einen Block ausgetauscht. Hoffentlich nicht die Tür. Nein, den Block unter der Tür. Glück gehabt. Ich habe die Airlocks nämlich, wie du vielleicht gesehen hast, repariert. Ja, habe ich gesehen. So. Zeit fürs Bett. Dann morgen auf ein neues. Aber vielleicht sind wir hier endlich mal ein bisschen sicher. Ja. Naja, bis jetzt sind wir hier sicherer als im All. Ich weiß nicht, ob das eine große Kunst ist. Naja, wir haben bis jetzt weniger Feindkontakt hier gehabt als im All generell. Das ist richtig, wir hatten hier... Also ich meine, wir haben bis jetzt nur diesen einen Rover gesehen. Naja, und die zwei Droppods, die... Ja, stimmt, stimmt. Aber im All hätten wir schon wieder, ich glaube, 10, 12 Reaver gehabt, die wir hätten ausweichen müssen. Die Frage ist, sind die Reaver überhaupt schon auf den Planeten oder halten die sich wirklich nur im All auf? Ich weiß es nicht. Die Frage ist halt, wer kümmert sich um die Planeten? Wenn wirklich die Piraten überall sind, dann haben die mit Sicherheit Deals mit den anderen. Ach so, ja. Das ist gut möglich. Vielleicht müssen wir früher oder später den Planeten mal erkunden. Denke ich, müssen wir sowieso. Das ist wahr. Aber dann mit was Schnellerem. Nicht mit einem Rover. Ja, richtig. Aber dann auch mit einer vernünftigen Basis uns Rückendeckung gibt quasi. Erstmal müssen wir jetzt hier Fuß fassen. Ja, ich denke, das sollte jetzt das Erste sein. Ah, ich glaube, das kriegen wir hin. Denke ich auch. Hey, ich war 2 Wochen lang nicht ich und du hast mich trotzdem nicht erschossen. Ich bin stolz. Du hast mir keinen Grund gegeben, dich zu erschießen? Naja, offensichtlich hat jemand dir mit meinem Körper die Waffe ins Gesicht gehalten. Ja, das ist richtig.
Aber ich hatte da leider auch nicht wirklich viel Auswahl, gegen zu handeln. Na gut. Na komm, ab in den Kryopod. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal noch ein Bett. Ja, also Betten haben wir schon. Drin schlafen könnte etwas ungesund werden. Ja, eben.